Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Heute wollen wir uns den Logarithmus anschauen. Schauen wir uns erstmal an, was der Logarithmus eigentlich soll, was er ist. Wenn wir eine Gleichung haben, 2 hoch x gleich 8, dann sehen wir eigentlich sofort, ja, welche Lösung x löst diese Gleichung? 3. 2 hoch 3 gleich 8. Und für diese Potenzgleichung können wir eine andere Schreibweise einführen und das ist der sogenannte Logarithmus. Das heißt, wir können statt 2 hoch x gleich 8 schreiben, log von 8 zur Basis 2, weil ja eben in dieser Potenz die Basis 2 in der Exponent x ist. Und von 8 wollen wir die Lösung. Das heißt, x ist dann in diesem Fall der Logarithmus von 8 zur Basis 2. Das ist die Schreibweise. Allgemein können wir sagen, dass wenn x der Logarithmus von a zur Basis b ist, dass es gerade gleichbedeutend mit der Potenzformel ist, a gleich b hoch x. Das heißt, jeder Logarithmus lässt sich in so eine Potenzgleichung umschreiben. Machen wir ein Beispiel. Das erste Beispiel wäre, wenn x der Logarithmus von 16 zur Basis 4 ist. Nun, wie können wir das lösen? Wir schreiben es in diese Potenzgleichung um. Das ist genau dementsprechend 4 hoch x gleich 16. Nun, was löst diese Gleichung? 4 hoch x gleich 16? Ja, x gleich 2, 4 hoch 2 gleich 16. Also folgt x gleich 2. Also ist die Lösung dieses Logarithmus 2. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Und zwar, x wäre der Logarithmus von 1000 zur Basis 10. Umgeschrieben bedeutet das wiederum 10 hoch x gleich 1000. Nun, wie oft muss ich die 10 multiplizieren, dass wir 1000 bekommen? 10 mal 10 mal 10. Also ist x 3. 10 hoch 3 ergibt 1000. Machen wir jetzt ein bisschen ein schwierigeres Beispiel. Und zwar, was wäre, wenn x der Logarithmus von 10 zur Basis 3 wäre? Nun, umgeschrieben bedeutet das 3 hoch x gleich 10. Nun, wir wissen, 3 hoch 2 ergibt 9, da kommen wir schon recht nah ran, aber exakt können wir es mit dem Auge nicht lösen. Es wird etwas mehr als 2 sein. Nun, da hilft uns der Taschenrechner. Wie gehen wir hier vor, um diese Gleichung zu lösen? Da können wir den Logarithmus verwenden. Und zwar, wir versuchen den Logarithmus auf beiden Seiten anzufügen. Das heißt, es steht dann da, Logarithmus 3 hoch x gleich Logarithmus 10. Wenn man hier so einen Logarithmus anfügt, ist es immer zur Basis 10 gemeint. Weil die Taschenrechner rechnen in der Regel mit dem Logarithmus zur Basis 10. Nun, was können wir hier tun? Es gibt die Regel, wenn man einen Exponenten hinter dem Logarithmus stehen hat, dass man diesen nach vorne nehmen darf. Das heißt, das wäre gleichbedeutend mit x mal Logarithmus zur Basis 10 von 3 ist Logarithmus zur Basis 10 von 10. Das heißt, wir haben das x einfach nach vorne geschoben. Das darf man beim Logarithmus tun. Warum, das werden wir in einem anderen Video sehen. Nun, jetzt können wir das hier auflösen nach x. Wir wollen ja eine Lösung für x haben. Das heißt, wir teilen durch log zur Basis 10 von 3. Das heißt, x entspricht Logarithmus von 10 zur Basis 10 durch Logarithmus von 3 zur Basis 10. Und das können wir nun im Taschenrechner eingeben. Der Logarithmus zur Basis 10, den haben wir als Knopf im Taschenrechner. Nun können wir es auch allgemein formulieren. Und zwar, wenn wir den Logarithmus haben von a zur Basis b, dann kann man den einfach schreiben als Logarithmus zur Basis 10 von a durch Logarithmus zur Basis 10 von b. Man kann auch ganz allgemein
andere Logarithmen als 10 nehmen. Allerdings bietet sich die 10 hier an, da wir hier mit dem Taschenrechner damit rechnen können. Okay.